Zum einen hat es am Team einen extremen Zusammenhalt gegeben, extreme Motivation, einen extremen Drive. Zum anderen einen wahnsinnigen Stolz für uns alle. Er hat viele Gäste gebracht, würde ich sagen. Es sind viele Gäste reingekommen. Sie haben auch das Holzkreuz gesucht. Sie haben dann auch in der Vitrine draußen haben sie das gefunden. Und wir sind darauf angesprochen worden. Wir haben TripAdvisor, einen Eintrag, der mich sehr berührt hat. Einer geschrieben, ihr hättet den ersten Platz verdient, nicht den zweiten. Wobei wir sind natürlich unser Weihnachtsessen, haben wir, wie sich's gehört, im Rio Churrasco gemacht, in Stand. Das sind die, die den ersten Platz gemacht haben und sind die besuchen. Es war ein mega schöner Abend. Wir haben auch noch ein bisschen Gespräche miteinander. Und ja, ich finde das schon toll, oder? Gastronomie, Zusammenhalt. Und an dieser Stelle muss ich auch sagen, man liest immer in der Zeitung von Grüsselbeizen, Grüsselgastronomie und alles zusammen und Kebabstand dort und da. Aber was man nie liest, ist, dass es extrem viele gute Fachleute gibt in diesem Business, die Gas geben. Und das habe ich vor allem dort gemerkt. Es hat so viele gute Restaurants, auch wo die Restaurants vorgestellt worden sind. Da hat es viele Leute, die mit Begeisterung, Enthusiasmus ans Werk gehen und Vollgas geben. Und das ist wirklich schön, wirklich schön.